Wir werden die obere Ebene auch genauso machen wie jetzt die hier. Das heißt, der äußere Rand wird die Maschine. In der Mitte ist quasi ein bisschen Verkabelage und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen sollte das halt eben dann frei bleiben. So dass es halt auch von außen gut aussieht. So. Sieht eigentlich gar nicht, das sieht schon mal gar nicht scheiße aus, oder? Das sieht aus wie Fabrik, oder? Da drin rumwuseln ist schwierig, aber generell. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Satisfactory. Hier zurück auf der Singleplayer Satisfactory Plus. Dem Mod, der alles härter, stärker, größer, schwerer und so weiter macht. Und ich habe noch mal ein bisschen was gefräst hier. Ich habe noch mal ein bisschen aufgeräumt. Ich habe noch ein bisschen Zeug gesammelt. War halt noch ein bisschen. Ich hatte noch ein bisschen Zeit, nicht? Und jetzt habe ich ein bisschen überlegt. Hier oben zu bauen ist ja ganz lustig. Ist auch ganz nett. Also es ist eine interessante Idee. Aber es ist langweilig. Es ist einfach nur fucking lame. Dementsprechend werde ich vermutlich langfristig gesehen wieder hier runterziehen. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass ich, wenn möglich, gerne den kompletten Planeten zubetonieren möchte. Möglichst angepasst an der originalen Topografie, mit kleinen Schrägen und so weiter und so fort, sodass es halt eben generell gut aussieht. Und man halt eben trotzdem noch das Gelände erkennt, aber es ist halt trotzdem entsprechend abgedeckt. Und das machen wir jetzt auch. Also nicht jetzt, sondern langfristig gesehen. Und werden dann quasi die komplette Welt zubetonieren. Leichte Schrägen, große Schrägen bei großen Schrägen. Die Dinger werden komplett zugemauert. Da kommen dann einfach Wände vor und so weiter und so fort. Das heißt, man soll schon erkennen, dass da was ist. Oder dass da was ist. Und es sollte meistens nicht mehr als so ein paar Zentimeter über dem Boden sein. Also so dass fast schon das Gras durchschaut. Und ansonsten aber komplett alles zu. Alles Beton. Das ist so ein bisschen der Plan, den ich jetzt habe, wo ich hingehen möchte. Und dazu nutze ich hauptsächlich diese 2-Meter-Fundamente. Und solange die den Boden berühren, ist es okay. Wenn die anfangen, in der Luft zu schweben oder das Gras durchschimmert, dann muss ich halt eben auf die nächste Ebene hoch. Oder runter. Hier wird es jetzt schon knapp. Ne? Also ich müsste jetzt hier wahrscheinlich schon mal so eine 1-Meter-Schräge nehmen. Rampe, 1 Meter, zack. Dann geht es ein bisschen runter. Und dann kann ich da unten dann die nächsten Fundamente anbringen. Dazu machen wir es ganz kurz mal das 1-Meter-Fundament. Und dann das 2-Meter-Fundament wieder drunter. Zack. So. Und dann kann das da oben wieder weg. So. Und dann geht es hier wieder weiter. Nicht? Und das so ist jetzt so ein bisschen der Plan. Ich werde jetzt weiterhin Nacht für Nacht hier rumgeistern und weil ich kann halt nachts schlecht aufnehmen. Ja? Wir könnten sogar zwei machen, glaube ich. Ich müsste sogar gehen, ohne dass das Gras durchschimmert, oder? Mal gucken. Zack. Ja, das geht. Perfekt. Dann die wieder. Ups. Und dann haben wir es. Dann passt es auch von der Höhe wieder. Ja, sehr gut. Ich gucke jetzt ein bisschen der Grashalm durch. Aber das verschwindet mit der Zeit. Okay. Müssen wir mal schauen, wie es langfristig aussieht. Da wird es ein bisschen Rumexperimentierei geben, ein bisschen Anpassungen und so weiter und so fort. Aber generell ist das so, wo die Reise hingehen soll. Das ist so ein bisschen der Plan jetzt, den ich habe. Und dann werden wir logischerweise dann auch hier unten entsprechend weiterbauen. Und dann halt, wie gesagt, hier unten, das ist jetzt übrigens auch angepasst an dem Basic, warte mal, was? Hä? Wieso ist denn das jetzt nicht mehr am Basisgrid angepasst? Das hatte ich doch, hä? Ich hatte das 100 Pro am Basisgrid angepasst. Jetzt passt das nicht mehr. Was soll denn jetzt der Blödsinn? Okay. Dann rufen wir alles wieder weg und machen nochmal neu. Das ist ja komisch. Also ich schwöre, ich hatte das am Basisgrid ausgerichtet. Mit G halt. Ne? Dann kannst du sagen, pass auf,
Passt das mal am World Grid an. So. Fundament mit G am World Grid ausrichten. Okay, gut. Aber auf jeden Fall werde ich das jetzt so machen und dann entsprechend langsam aber sicher das hier ausbauen und dafür sorgen, dass die gesamte Welt quasi schick bleibt. Hier geht es dann wieder runter zum Beispiel mit einer Schräge, weil das jetzt wieder am Schweben ist. Und so weiter und so fort. Und dann müssen wir gucken halt mal, dass es eben irgendwie passig gebaut werden kann. Ich gebe ein bisschen das Gras durch, damit kann ich aber gerade noch leben. Okay. Aber das ist nicht die Aufgabe heute, denn heute geht es eher darum, dass ich ja weiterhin am Links abbauen. Ich werde aber jetzt, wie gesagt, nachts, wenn ich nicht aufnehmen kann, werde ich entweder wieder weiter abbauen gehen oder halt eben anfangen, den Boden weiter auszubrechen hier. Passt das, ne? Jetzt passt es im World Code. Okay. Und dann eben so nach und nach hier eine Fläche schaffen, auf der wir leben können. Und das alles, stellt euch das vor, das alles ist später Beton und Metall. Alles. Keine Bäume, kein Gras, keine Pflanzen. Das Einzige, was durchgucken wird, sind die Nusspflanzen. Die lasse ich schon da. Die können wir dann weiter ernten. Die brauchen wir auch ab und zu noch. Aber der Rest kommt alles weg. Inzwischen ist die Biomasseproduktion voll. Das heißt also, die Generatoren selber, alle drei Kisten sind da jetzt voll mit Brennstoff. Und es geht gerade nichts mehr rein, es sei denn, es wird etwas verbrannt. Dazu habe ich weiterhin noch einen Haufen Gras jetzt und ein bisschen Holz auch, sogar auch noch da. Das ist alles jetzt schon soweit ganz okay. Also da ist jetzt energietechnisch auf jeden Fall, sind wir da erstmal ein bisschen safe. Dazu halt auch, dass der Energieverbrauch selber jetzt wieder deutlich geschrumpft ist, weil ja die meisten Sachen fest sind. Aber wir werden sehen, was passiert, wenn ich die Maschine anschmeiße, die komplette Fabrik dann fertig habe, wie das dann aussieht. In der Fabrik geht es jetzt weiter mit dem nächsten Schritt. Und zwar ist das ja, ist der nächste Schritt, ja. Ich kann mir gerade mal aufmachen. Natürlich. Okay. Das müssen wir nochmal anpassen. Das ist noch nicht wirklich hundertprozentig gut. Der nächste Schritt ist jetzt hier die Betongeschichte. Die muss jetzt irgendwie gesammelt werden. Und ich denke, wir werden den Beton von hinten nach vorne leiten. Und dann geht der hier dann quasi hoch. An der Stelle. Ja? Das ist dann quasi der Punkt, an dem es dann nach oben geht. Das heißt, wir müssen erstmal all die Dinger hier abreißen. Und in die Mitte drehen. Dann obendrauf dann entsprechend die Dings packen. Die Fusionierer. 1, 2, 3 und 4. So, und der braucht keinen, aber du brauchst jetzt einen. Das ist der Splitter, das ist der Fusionierer. Und der geht dann in diese Richtung weiter, genau. Kommt von da, geht nach da weiter, kommt von da, geht nach da weiter. Kommt von da, geht nach da weiter und geht dann von hier wieder nach oben, auf die nächste Ebene. Am besten so nach außen, denke ich mal. Kann man auch später noch drehen. Und jetzt einfach, das Ding ist, die produzieren jetzt hier 20 pro Minute. Das heißt, der gesamte Bereich hier hat maximal 80. Also hier reicht, am Anfang reichen die 20er aus, komplett. Und später dann halt die, Dings. Wir könnten den sogar auch drehen, ne? Warte mal. Das müsste ja vom Platz her passen, denke ich mal. Den da hinpacken und dann zur Seite, genau, zur Seite drehen. Dann haben wir jetzt 20. Der ist jetzt ein bisschen schräg. Ich könnte da jetzt noch einen Fusionierer draufpacken, damit es wieder schick ist. Aber lohnt das wirklich? Wir kriegen keinen vernünftigen rechten Winkel hin, das ist schon mal klar. So, das wären jetzt 20, 40, 60. Und dann muss das hier in Stufe 2 werden. Denn der bringt dann 60 nach 80 nach oben. Zack. So, okay. Ich bin gerade. Sieht ein bisschen kacke aus hier, oder? Mit dem. Ja, ne? Machen wir es richtig. Das Auge
farmt ja mit quasi. So, dann der Fusionator. Zack, und in diese Richtung. So. Okay. Und damit haben wir den Beton ebenfalls, die Betonbruchstücke, jetzt ebenfalls versorgt und die kommen dann ebenfalls oben an, genauso wie das da drüben. Das ist schon mal schick. Das gleiche jetzt nochmal hier drüben anpassen. Ich weiß genau, ob man die wirklich abreißen müsste oder ob der... Es müsste im Grunde funktionieren, wenn wir zur Seite gucken, aber machen wir es halt schick, oder? So. Bin noch unsicher jetzt wegen dem Hochschicken tatsächlich. Das soll ja wieder, das soll ja wieder gut aussehen. Wir müssten also mal. Hier den Fördermast hinstellen. An dem wir das dann anklemmen können. Das ist ein bisschen versetzt, also ist auf jeden Fall ein bisschen weiter drin, ne? Okay, und dann jetzt den da dran. Ist das jetzt gleich? Warte. Hier mal ganz kurz mein Türmchen ein bisschen weiter dran gesetzt, dann sieht man es ein bisschen besser. Das ist noch nicht gleich. Wir müssen noch ein Stück weiter rüber. Höhe war schon mal in Ordnung. So, ne? Ja. Das sieht parallel aus. Super. Und von der Höhe passt es halt auch. Gut, okay. Da geht dann das Förderband ran. Vom letzten Schritt. Cool, 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 cool. Dann nochmal die Lifte. Jetzt kriege ich von hier aus schlecht getimt. Machen wir da von hier aus. Hopp. Hopp. Oh, dringend dieses Jetpack. Das würde schon echt helfen. So. Dann los. Das ist das MK2. Das will ich nicht. Ich will das MK1 haben. So. Und dann nach dort gedreht. Dort gedreht. Dort gedreht und nach dort gedreht. Dann der Fusionator. Entsprechend dagegen mit Richtung da längs. Da längs. Da längs und da längs. So. Der braucht jetzt dann das am Ende das Zweierförderband. Das sind jetzt hier 80. Au. Oh. Okay, ich bin da leicht falsch an der Stelle. Okay, okay, okay. Dann nochmal den Förderbandmast. Der war jetzt da... einfach darüber. So, passt das jetzt wieder, ja, ne? Nee. Das ist jetzt eins zu weit hinten. Och Gott, ey. Das ist aber auch ein Gewusel hier. Lieber, jetzt brauche ich das nur einmal machen. Und dann haben wir's. So, jetzt den nochmal. Da hoch, zack, jetzt. Selbe Höhe. Selbe Ebene, selbe Bereiche. Und es müsste jetzt auch hier passen mit dem Förderband MK2. Das kann dann weg. Und wir könnten nochmal zur Schönheit...
Das passt. Ja. Wir könnten jetzt nochmal, damit es halt eben nicht ganz so scheiße aussieht, tatsächlich hier einen Fördermast drunter packen. So als Support-Beam quasi. Der dann das Ding oben hält, oder? So als Stütze, ne? Ja. So. Zack. So sieht es halt nicht ganz so wild aus. Cool, 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 cool. Dann da drauf. Und jetzt die Stufe 1 Förderbänder von hinten davon durch. Hier kommen 20 Steine rein. Dann haben wir jetzt hier 40. Und von hier nach hier sind es jetzt 60. Damit ist das Stufe 1 Förderband ausgelastet. Und hier haben wir dann die 120, aber es sind ja dann aktuell nur 80. Und dann haben wir dann schon mal 160 Steine ebenfalls oben. Genauso wie, wenn wir denn die Förderbänder haben, 240 Bruchsteine. Denn das sind 60 pro, das heißt 240 pro Minute werden hier produziert. Was natürlich nicht, ich habe noch keine T3 Förderbänder. Aber wir hätten jetzt schon mal hier an der Stelle die Stufe 2 fertig. Wir müssen jetzt nur noch die Sachen verstromkabeln. Und dann passt das. Wir können dann mal... Wir machen mal am besten in den Ecken jeweils ein Stromkabel rein. Mal ganz kurz mal eine Wand, bitte. So. Und dann nehme ich aber die normale Wand. So, normale Fixed-Wand und dann los. Standardwand und Standardwand. Dann machen wir hier vorne beim Input auch dann den Strom rein. Dann hätten wir zur Not zwei Stromanschlüsse, die wir verwenden können. Und dann packen wir den Strom auch hier hinten längs, ne? Genau, das ergibt soweit Sinn. Also, einmal den Strom hier. Zack. Und einmal hier. Okay, okay. Und dann den Strom. Wir können jetzt mit einem Stromkabel zwei Maschinen betreiben. Machen wir also hier noch einen hin. Und... Hier? Ne, das ist gerade eingerückt. Dann doch hier. So. Okay, 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 okay. Dann Strom von da nach dort. Von da nach dort. Der Strom kommt dann von hier rein. Geht hier rüber. Geht dorthin. Du betreibst dann die beiden und du betreibst dann die beiden. Okay. Und das Ding kann dann auch nach oben gehen, geht auch gleichzeitig aber hier drüben rüber. So. Die beiden gehen dann auch intern nach oben. Das hier ist der Anschluss nach draußen und dann wird es von intern nach oben geleitet. Das gleiche jetzt nochmal hier. Das war... Hier an der Stelle, ne? Nee. Wo hatte ich denn jetzt hingepackt? Einen weiter noch? Wo habe ich jetzt den Strommasten gepackt? Da ist hier einer und einer ist hier gewesen. Ah ja, da bin ich jetzt eins zu weit. Also den dann hier hin. Und den nächsten, genau, den nächsten dann jetzt hier. Leicht eingerückt. Der kann weg. Rüber. Rum rüber. Und dann Maschine 1. Maschine 2. Maschine 3. Und Maschine 4. So.
Strom ist jetzt auch da. Okay, und damit ist diese Ebene jetzt dann hoffentlich fertig, ne? Unten brauchen wir ja keinen Strom. Das ist egal. Unten ist ja nur das Lager, In- und Output, das läuft ja alles automatisch. Da brauchen wir keinen Strom, der Load Balancer, das ist alles völlig in Ordnung. Jetzt können wir hier dann die Mitte wieder rausreißen. Und dann mal gucken, wie es denn jetzt, wie wir jetzt wirklich den Aufgang machen, nach oben, auf die Ebene 2 und 3. Ohne, dass wir halt eben mit den ganzen Dinger ins Gehege kommen. Das wird immer lustig. Wir werden die obere Ebene auch genauso machen wie jetzt die hier. Das heißt, der äußere Rand wird die Maschine. In der Mitte ist quasi ein bisschen Verkabelage und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen sollte das halt eben dann 3 bleiben. So, dass es halt auch von außen gut aussieht. So. Sieht eigentlich gar nicht, das sieht schon mal gar nicht scheiße aus, oder? Das sieht aus wie Fabrik, oder? Da drin rumwuseln ist schwierig, aber generell können wir dann hier dann die Dinger dran packen wieder. Kurz mal eine Runde. Upsala. Oder die Wand. Wir gehen auf den Soup-Modus und dann einmal zusupen. Dann das Ganze aber noch einmal höher tatsächlich, denn nicht ran. Mal. Fixen wir kurz. So. Sup und Sup. Okay, da ist der zu. Und dann Sup und Sup. Dann nochmal eine oben drauf. So. Und jetzt da oben drauf dann die nächsten Fundamente. So, das passt natürlich jetzt nicht. Oh, der guckt dann auch durch. Der guckt das Licht durch. Wir müssen also, damit das wirklich funktioniert, müssen wir tatsächlich nochmal eine halbe. Gut, wir könnten jetzt ein komplettes Fundament reinpacken. Das sieht aber auch kacke aus, oder? Oder wir machen nochmal eine komplette Wand rein. Oder eine halbe? Könnt nochmal eine halbe Wand reinpacken. Dann ist es trotzdem aber noch mitten im Dings drin. Nee, wir machen noch eine ganze Wand. Wir machen nochmal eine ganze Wand drauf. Weil sonst gucken halt die Lichter so komisch da rein. Das sieht dann auch kacke aus. Und nach oben hin ist kein großes Problem. Nach oben haben wir ja Platz. Die Grundfläche ändert sich ja nicht. Und wir können ja ruhig ein paar Hochhäuser bauen. Jetzt, dann. Nein, 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 aua. Gut, clever. Papapapapa. So. Jetzt die richtige Taste drücken vor allen Dingen. Und dann können wir da das Fundament reinpacken. Nochmal eins drauf und dann einmal so schon mal vorbereiten, dass die nächste Ebene eben steht. So, jetzt ist nur die Frage, wohin mit der Leiter? Wo machen wir eine Leiter hin, dass wir wirklich vernünftig da durch können? Das sind 4. Also wir müssten es eigentlich, wenn wir es richtig machen wollen, direkt in der Mitte machen, oder? So, das hier wäre die Mitte. Und das wäre die Mitte. Also dieses Kreuz hier wäre die Mitte. Diagonal rein? Nee, oder? Wir können es über Kreuz machen.
Nee, das geht leider nicht, wie es aussieht. Schade. Okay. Über Kreuz geht nicht. Dann machen wir es tatsächlich. Dann werden wir das mal Dings machen. Quer. Dann kommen wir zumindest gut in die Leitern ran. Okay. Dann los. Okay. Kommen wir jetzt überall noch durch, ja, ne? Ja, okay. Dann haben wir jetzt in der Mitte den Aufgang nach oben. Scheiße, geht nicht. Da ist doch schon ein Weg. Hacke! Dann doch so. Dann haben wir diese Leiter quasi mittig. Und von hier kommen wir dann auf die verschiedenen Ebenen ohne große Probleme. Und können dann auch von drinnen alles ein bisschen überwachen. Wir können sogar jetzt das noch ein bisschen erweitern. Und dann ist es quasi als unsere Bauplattform verwenden. So habe ich nämlich alles viel besser im Blick als von draußen. Und dann können wir es hier zumachen. So, hab's den einmal so. Die Mitte bleibt logischerweise wieder offen. Ja, warte mal, die nehmen wir mit weg da. So. Jetzt müssen wir die Förderbänder nach oben ziehen. Und zwar waren das ja die Stufe 2. Und dann drehen. So. Das passt. Das gleiche jetzt auch hier nochmal. Ach, Kacke, jetzt lässt sich das wieder nicht. Fuck. Okay. War 2 vorne, glaube ich. Okay, passt das? Das passt. Das ist symmetrisch. Der kann dann wieder weg. Und dann das Förderband Stufe 2. Von da nach dort rein. Ich bin so gespannt, wenn das Ding nachher fertig ist und ich das dann anschließe, ob das halt auch wirklich funktioniert. Ich habe da noch keine wirkliche Ahnung gerade, ob das wirklich genauso geht, wie ich das denke. Und jetzt haben wir hier dann die Bruchstücke. Die müssen ja dann ebenfalls nach oben gezogen werden. Aktuell noch mit Förderbändern Stufe 2, später aber dann mit Stufe 3. So, hops und hops. Und dann beginnt hier jetzt die nächste Ebene. Und zwar kommen da jetzt die Zertrümmerer hin. Ne, die Sortierer, ne? Genau. Die sortieren jetzt. Wow! Die sortieren jetzt das Rubidne-Bruchstückzeug und machen daraus 2 Erze und ein... Oh Gott, das Ding ist ja... Okay. So, wir haben da 2 Inputs und 2 Outputs?
Wieso nur zwei Out... Nee, Quatsch. Zwei Inputs und da sind drei Outputs. Genau. So rum. Okay. Ja, die könnten wir... Das wird aber echt... Uff. Das wird aber echt uff. Okay. Wie schnell sind denn die? So, der verarbeitet 120. Das heißt, wir brauchen hier oben nur zwei pro Seite. Das ist schon mal gut. Also zwei pro Seite. Ja, zwei pro Seite brauchen wir. Das geht. Das ist die Frage, wie wir das aufstellen. Okay, also wir bekommen hier unten 240, bekommen wir maximal hoch. Dann zwei pro Seite. Man könnte jetzt auch tatsächlich hier am Anfang beide Inputs mit einem Stufe 1 Förder, mit einem Stufe 2, 1, nicht Stufe 2 Förder versehen, dann würde das sogar direkt funktionieren. Aber ganz ehrlich, ich werde hier garantiert es nicht zwei Schienen umbauen, nur damit ich später dann wieder nur eine brauche. Dann läuft die halt erstmal ein bisschen ineffizienter, bis ich die Stufe 3 Förderbänder habe. Das geht ja auch. Man darf nicht vergessen, es muss ja auch hauptsächlich dann der Input der Ärzte gesichert sein, dass es auch klappen kann. Von daher, das passt schon. Aber zwei pro Seite von den Sortierern für die nächste Ebene. Und dann brauchen wir das Zeug hier. Das wird dann verarbeitet zu den Barren. Genau. Also wir müssen dann in der nächsten Ebene 180 Zinn pro Minute und 120 Blei pro Minute pro Seite verschmelzen. Und dann gehen die Barren wieder nach unten in die Container. Genauso wie das Gestein. Das kommt ja dann auch wieder runter in den Container da. Und wie das gehen wird, weiß ich selber noch nicht so ganz genau. Aber das alles später. Aktuell, wir haben die nächste Ebene unserer Fabrik. Unseres Fabrikgebäudes fertig. Und das Ding nimmt ja halt langsam echt Form an. Wir können das später noch schick machen mit Fenstern und Deko-Zeug und bla, wenn wir das wollen. Das habe ich jetzt noch nicht drin. Erstmal muss es funktionell sein. Aber ich denke, der Start ist schon mal gut. Ich denke, das ist schon mal ein gutes Ding. Denke ich. Da kommen dann auch Türen rein und alles, aber das ist Deko-Zeug. Das kriegen wir alles hin. Wenn ihr noch Ideen habt, Vorschläge habt, Sorgen, Nöte, Anträge zu dieser Fabrik, die wir hier gerade basteln, lasst es mir wissen in den Kommentaren. Ansonsten gerne ein Like da lassen. Und, ne, subscriben und Videos klicken, ihr kennt das. Bis dahin, tschüss.